Glück auf, ich habe hier einen neuen Schwarm, den lassen wir heute einlaufen. Alles vorbereitet, selber Aufbau wie beim letzten Mal. Nur Anfangsstreifen in den Rähmchen. Und jetzt darf der neue Schwarm dann auch direkt in seine Behausung einziehen. Der war jetzt 3 Tage in Kellerhaft. Die Bienen sind etwas unruhig schon. Schon mal ein bisschen Wasser rein. Ich ziehe mir eben noch die Handschuhe an. So, der Highway ist vorbereitet für die Bienen. Das ist ein schwerer Schwarm. Ich mache jetzt erstmal mit einem kräftigen Ruck alle Bienen nach unten. Das hoffe ich nicht, dass mein Kopf im Weg ist. Dann wird der eingesprüht mit Wasser. So, ist genug. Die sollen ja nicht baden. Ihr seht, hier in der Kiste haben sie schon angefangen zu bauen. Da oben am Deckel, wie der andere Schwarm auch. Ist ein größerer Schwarm als letztes Mal. Ich schütte jetzt nur ein paar Bienen hier hin. Vors Flugloch. So. Und den Rest setze ich die Kiste einfach hier ab. Und dann darf der Schwarm von alleine einlaufen. Und wir können ja mal beobachten, ob wir die Königin sehen. So, und die Bienen rennen ja auch schon in die Kiste. Neues Zuhause entdeckt. Da unten sitzt noch einiges drin. So, dann gucken wir uns das mal in Ruhe an. Wäre ja jetzt interessant, wenn wir die Königin schon reingeschüttelt haben, aber ich glaube noch nicht. Mir war es auch schon mal vergönnt, eine Königin bei einem anderen Schwarm einlaufen zu sehen. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es schon mal gesehen, der weiß das. Witzig ist, die Bienen rennen wieder zurück in die Kiste nach unten. Das ist der falsche Weg. Die sollen ja hier oben rein, nicht nach unten. So, der Schwarm teilt sich gerade. Ja, ich glaube, wir müssen die Bienen hier nochmal ausschütten. Denn die sollen ja da oben einziehen. So, jetzt hat's geklappt. Das nenne ich mal einen großen Schwarm. Eine Menge Bienen. So. Ob wir jetzt die Königin erwischt haben? Schauen wir mal. Da ist die Königin. Na, wer sieht sie? Da. Schön. Scheint sogar begattet zu sein. Nein. Falsche Richtung. Die Königin lässt sich Zeit, denn sie sitzt noch mit ihrer Bande hier unten drunter. Und gleich wird sie dann bestimmt mit ihrem Hofstab dann in die Kiste einziehen. Also ich sehe sie rumlaufen. Da kommt sie. Zwar da. Und jetzt fliegt sie auf. Und fliegt 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 und fliegt. Ja.
Feedback. Hat euch das Video gefallen? Dann klickt bitte auf Abonnieren und einen Daumen nach oben. So, der Schwarm läuft hier immer noch ein, es ist viel los, die Bienen fliegen hier immer noch wild und her, ist die Königin wieder da? Wir wissen es nicht, in ein paar Tagen wissen wir mehr. Bis dahin, tschüss.